Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ja nicht ganz einfach, so kurz vor dem Grande Finale hier vor Weihnachten zu einem etwas drögen Thema wie dem Wertstoffgesetz noch mal Begeisterungsstürme hervorzurufen. Ich will zumindest versuchen, die schwierige Materie ein bisschen Ihnen nahe zu bringen. Zu Weihnachten ist es ja ein guter Brauch bei uns, Geschenke auszutauschen. Und die sind meistens aufwendig verpackt. Bei mir macht das meistens, oder bei uns meine Frau, weil ich kann das nicht so gut. Und dann sind diese schönen Geschenke meistens ja, wenn man sie ausgepackt hat, auch noch umverpackt. Und Umverpackung ist ein schönes Wort, meistens für Kunststoffverpackung. Und diese Kunststoffverpackungen fliegen dann in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne. Seit vielen Jahren sortieren wir ja nun schon in Deutschland unseren Müll, waschen unsere Joghurtbecher und werfen sie dann eben in diese gelben Sammelsysteme, in den gelben Sack oder die gelbe Tonne. Anders als aber viele Bürgerinnen und Bürger, vielleicht auch einige von Ihnen denken, wandert der Großteil von dort aus aber eben nicht in die stoffliche Aufbereitung und Wiederverwendung, sondern zu einem überwiegenden Teil in die Öfen der Müllverbrennungsanlagen. Thermische Verwertung heißt das dann im Fachjargon. Dabei sehen die europäischen Abfallrechtsvorgaben doch eine Stärkung der stofflichen Verwertung, der Kreislaufidee vor. Längst sind unsere Abfälle, gerade auch die Abfälle mit dem berühmten grünen Punkt, als Wertstoffe, wertvolle Rohstoffe der Zukunft. Und umso gespannter, nicht nur vor Weihnachten, durfte nun das Ergebnis des langen Beratungsprozesses um ein neues Wertstoffgesetz des Bundes erwartet werden. Schon die im Sommer vorgelegten Eckpunkte der Großen Koalition in Berlin bestärkten jedoch diejenigen, die den Lobbyisten des dualen Systems großen Einfluss zumindest auf Teile der Bundesregierung bescheinigten. Das Schlimme an diesem dualen System ist ja, dass das eigentlich gar nicht so wundervoll dual ist, sondern es ist jedenfalls, was die Verteilung der Mittel betrifft und vor allen Dingen die Einnahmenseite betrifft, ziemlich einseitig. Was nun aber der Entwurf eines neuen Wertstoffgesetzes im Oktober uns offenbarte, bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Weit hinter den Erwartungen zurück. Ist als politisches Weihnachtsgeschenk völlig durchgefallen, eher ein Entwurf für die Altpapiersammlung. Der Arbeitsentwurf der Bundesregierung treibt die einseitige Privatisierung der Wertstoffentsorgung voran. Gemäß des Entwurfs sollen Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verpackungen und stoffgleichen Nichtverpackungen vollständig den Systembetreibern übertragen werden. Den Kommunen, die gemeinsam mit ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern von den Bürgerinnen und Bürgern bei allen Fragen der Abfallentsorgung als zentrale Ansprechpartner gesehen werden, verbleiben nach dem Entwurf der Bundesregierung lediglich schwache und rechtlich kaum durchsetzbare Handlungsmöglichkeiten, und das Risiko steigender Müllgebühren liegt weiterhin bei den Bürgerinnen und Bürgern. Übrigens, Kollegen von der FDP sind ja auch noch da, lehnen ja auch viele private Entsorgungsunternehmen die Fortschreibung des bisherigen Systems der Verpackungsverordnung ab. Sie fordern eine einfache und effiziente Weiterentwicklung der Wertstofferfassung und setzen auf die Kooperation mit den Kommunen. Gemeinsam ließe sich auch die verpflichtende Einführung einer Wertstofftonne zur Sammlung aller wichtigen Wertstoffe unter Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten bewerkstelligen, so die privaten Entsorger. Die Regelungen zur Stärkung der Produktverantwortung sind bei Weitem in diesem Gesetzentwurf nicht ausreichend und haben nur appellativen Charakter. Durch die weitgehende Unbestimmtheit der Definition der stoffgleichen Nichtverpackungen werden Fehlanreize gesetzt und das Setzen von Rechtsfolgen wird erschwert. Das Festhalten, gar die Stärkung des dualen Systems, macht eine zukunftsfähige und damit nachhaltige Wertstoffbehandlung unmöglich. Dieses System ist nicht reparaturfähig. Eine stoffliche Verwertung von Verpackungsmaterialien in Verantwortung der Systembetreiber findet de facto nicht statt. Noch immer werden über 90% der Verpackungsmaterialien thermisch behandelt. Insofern ist der Gesetzentwurf schon jetzt ökologisch gescheitert. Fazit, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wir brauchen ein neues Wertstoffgesetz mit einem integrativen Ansatz der Ressourceneffizienz und eine umfassende Ressourcenwirtschaft zum politischen Leitgedanken bei Siedlungs- und Gewerbeabfällen macht. Mit der Einführung einer Wertstofftonne, um hohe Erfassungsmengen und qualitativ anspruchsvolles Recycling sicherzustellen. Einer Erfassung und Sammlung von Wertstoffen, die Organisationshoheit bei den Kommunen nimmt. Die Einrichtung einer zentralen öffentlich-rechtlichen Stelle auf Bundesebene zum Vollzug und der Kontrolle der Wertstoffsammlung unter Beteiligung der Bundesländer. Die Abschaffung, ich wiederhole es gerne noch einmal abschließend, des dualen Systems und einer damit einhergehenden Entbürokratisierung sowie die Erweiterung der Produktverantwortung der Hersteller und Vertreiber mit dem Ziel, dass Lizenzentgelte gestaffelt nach ökologischen Kriterien mit dem Gesichtspunkt der Recyclingfähigkeit und Nachrangigkeit der thermischen Verwertung erhoben werden. So unsere Ziele, so dieser Antrag. Damit werden wir in die Fachausschussberatungen gehen. Ich freue mich im neuen Jahr darauf, mit Ihnen über diese Themen dort diskutieren zu können. Ich wünsche Ihnen, wie Herr Meesters vorab eben schon, schöne Weihnachten und uns allen ein friedlicheres Jahr 2016. Vielen Dank.